Sie haben ja nochmal das Hauptargument genannt, dass immer gegen Direktzahlung vorgebracht wird. Wir erreichen die Menschen nicht. Mhm. Das kann ich nicht akzeptieren. Man muss wir erreichen sämtliche Steuerzahler. Genau. Sämtliche Arbeit oder Menschen, die erwerbstätig sind, das sind schon mal 48 Millionen Menschen. Wir erreichen sämtliche Rentner. Wir haben deren Kontonummern, die Rentenkassen überweisen. Wir erreichen sämtliche BAföG-Bezieher. Wir erreichen sämtliche Bezieher von Hartz IV. Sämtliche Familien mit Kindern. Es ist ein außerordentlich kleiner Teil von Menschen, deren Kontonummer der Staat nicht kennt. Und diesen Menschen wäre zuzumuten, dass sie einen Antrag stellen, wenn sie Geld haben wollen, beispielsweise beim Finanzamt. Ich kann das Argument, wir erreichen die Menschen nicht, deren Kontonummern wir haben, kann ich einfach nicht akzeptieren.